Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, wir sind jetzt hier schon am Standort. Und jetzt bin ich mal echt gespannt, was jetzt hier auf uns wartet. Das Gebäude muss aber neu sein. Pylonhinterhalt. Oh ja, das macht wirklich sehr viel Schaden. Nicht. Oh, ich hab noch Munition drin. Gleich ausnutzen. So. Ey. Wo ist der Fitzer? Hier ist Fitzer. Gleich mit Level Up. Das ist doch schön. So. Standort gefunden. Ach ja. Das ist auch einer der neu hinzugefügten Orte hier. So, machen wir erstmal alles kaputt, was wir nicht brauchen. Okay. Gut, dann gucken wir hier mal. Zugriffhinweise. Der Zugriff auf Aggressotron-Rückruftechnologie von Beshiko ist nur durch Einsatz einer Beshiko ausgegebenen Aggressotron-Rückruf-Schlüsselkarte möglich. Diese Technologie sollte ausschließlich in letzter Instanz der Extremfall eingesetzt werden. Diese Schlüsselkarte sind demnach für einmalige Verwendung vorgesehen. Bitte wenden Sie sich für eine neue Schlüsselkarte an den zuständigen Stellen. Hinweis, Ergreifungsprozedur. Hauptquartier, Wolf hier. Ich beginne gleich mit dem Rückruf der Ergreifung und flüchtigen Einheit. Wie bereits angemerkt, ist der Vorgang äußerst riskant. Ich protokolliere die Prozedur, falls mein Versuch scheitert. Diese Informationen sind wichtig, daher fasse ich mich im Folgenden nicht kurz. Die Einheit ist mit einem Schild ausgestattet, welcher sie vor Waffenschaden schützt. Um diesen Schild außer Kraft zu setzen, sind die Pylonen nötig, die ich besorgt habe. Die Aktivierung eines Pylons wird der Nutzer zu einer Leitung, durch welche mit Hochspannung Strom durch den Nutzer auf das Ziel geleitet wird. Nur bei Einsatz aller drei Pylonen wird ausreichend Spannung generiert, um den Schild zu deaktivieren. Dieser setzt den Körper unter enorme Belastung und extrem schmerzhaft. Es gibt aber keine andere Möglichkeit. Wenn ich nicht überlebe, bleibt mir nur mein Nachfolger Erfolg zu wünschen. Wolf Ende. Aggressotron-Rückruf einleiten. Vorgang. Aggressotron-Rückrufsversuch. Anfrage wird verarbeitet. Rückrufsender wird vernetzt. Bitte später zurückkehren, um nächsten Rückruf einzuleiten. Vorgang abgebrochen. Okay. Na, da hat er schon die passende Mütze auf. Wahrheit, ja. Warum fehlt mir denn jetzt eigentlich eine Quest? Hä? Habe ich jetzt nicht aufgepasst? Ich denke mal schon. Ungelöst. Wandern mit Schrecken. Oder muss ich jetzt erst die anderen Questen machen, damit ich quasi hier... Weil uns fehlt ja auch die Schlüsselkarte. Ohne die Schlüsselkarte können wir ja nicht weiter. Die Quest ist wie nicht aufzufinden. Okay. Das ist weird. Na gut, wir haben ja noch die anderen Questen. So ist es ja nicht. Und hier unten, da waren wir ja auch noch nicht so wirklich. Jetzt bin ich kurz mal im Überlegen. Wo waren das mit den Albino? Das war ja hier hinten. Machen wir das zuerst.
Heißt, wir reisen von hier aus nach dort. Dann machen wir erstmal die anderen. Weil es ist jetzt weird, dass das jetzt weg ist. Kann ich mir jetzt jedenfalls gerade nicht erklären. Musste mal ins Video reinschauen. Aber das Video jetzt schon abzubrechen, wäre jetzt ein bisschen blöd. Ey, wie viele Leute hier schon wieder sind. An Offizieren. So, komm her. Alle hier, okay. Ich wollte eigentlich nur den, kleinen Pipi ausschalten. Damit er mich nicht wieder zupiept. Und jetzt muss ich erstmal selber gucken, in welche Richtung. Jetzt habe ich die Richtung nicht ganz im Kopf. Die hier müsste es sein. Kann man eigentlich auch ohne laufen? Ohne Power Armor? Ja, laufen nicht so wirklich. Ich bleibe auch immer besser beim Unterhebelgewehr. So. Schauen wir doch mal. Da unten waren wir ja auch noch überhaupt nicht. Aber ich frage mich, was das jetzt mit den Albino zu tun hat. Albino-Kreaturen. Also Fakt ist, wir müssen ja eigentlich den Aggressotron. Oder gibt es da jetzt ein... Haben wir jetzt sozusagen die Questreihe nun fertiggestellt, um ein Event auszulösen, was man dann erst machen kann. Das ist also so ähnlich wie bei der Enklave. Weil wenn man bei der Enklave ja ist, sieht man ja vorher die Events nicht und danach sieht man sie erst. Okay, hier brauche ich doch meine Power Armor. Nehme ich noch, kommen wir uns mal Fleisch mit Bohnen und da springen wir so runter. Hatte jetzt gedacht, okay, gut, wäre vielleicht besser, wenn wir jetzt noch den Turm hier nehmen, ohne Power Armor rumzurennen. Ich habe aber jetzt auch immer noch den Ausputzer. Naja, Ausputzer haben wir noch. Hm. Ich würde ja gerne mal an der Waffenbank gucken, was das Ding so schönes alles drauf hat. Ich stopp mir hier schon wieder die Taschen voll. Wir wollen doch weiterkommen. Ich kann halt einfach nicht aufhören. Ich weiß, es ist schlimm mit mir. So, nehmen wir euch hier auch nochmal alles weg. Ja, komm schon. Na, nochmal Kronkorken. So kommt man auch an Geld. Und hier konnte man doch dann immer das Gebiet einmal ausspähen. Dann sieht man hier nämlich auch ein bisschen mehr, was wir noch nicht entdeckt haben. Und jetzt können wir hier auch eigentlich runterhopsen. Alle hops. Und nochmal. Und nochmal. So, sind wir jetzt hier gelandet? Was haben wir hier? Erstmal looten natürlich. Geständnisnotiz. Ich bin ein verdammter Idiot und habe alles nur noch schlimmer gemacht. Als Vincents Medizin nicht wirkte, dachte ich, ich könnte sie in der Zerstäuber füllen, damit er den ganzen Tag lang ausgesetzt ist. Stattdessen habe ich dadurch nur die Hirsche zu irgendwas Unnatürlichem mutieren lassen. Die armen Viecher tun mir leid. Sie haben nichts Schlimmes getan. Ich hatte nur die
allerbesten Absichten, das schwöre ich. Aber ich habe alles verbockt. Jetzt will ich nicht mehr zurück zur Farm und die Monster sehen, die ich erschaffen habe. Verdammt. Ohne Winston gibt es für mich keinen Grund mehr, überhaupt noch weiterzumachen. Ja. Okay, haben wir das jetzt auch soweit? Knallt denn da hinten immer? Albino-Mischling. Der Ärmste. Huh. Was war denn das jetzt für ein Grafikbug? So, gehen wir jetzt nochmal kurz hier unten runter. Statt den Weg gerade zu laufen, springen wir hier halt von einem Gipfel zum nächsten. Hallo? So, ein Ghoul weniger. Irgendwas knallt da hinten doch so extrem. So. Einmal beides ausschalten hier. Na, nehmen wir uns mit. Das war mir der Eigenschaden wert. Nur um dir eins auszuwischen. Schauen wir hier nochmal. Nee. Drüben haben wir noch ein Hütchen. Ja, ich mag meine Power Armor, wenn wir hier so schön noch viel tragen können. Gut, und hier geht es eigentlich schon wieder rein. Moment. Da muss ich noch mal kurz was gucken. Sonstiges. Nee, Hornwhite Luftreiniger Standort. Nee. Ich dachte, das wäre jetzt hier unten gewesen. Denn machen wir das jetzt nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Aber wir sparen uns mal die Portkosten, indem wir einmal kurz ins Camp porten. Und quasi dort auch mal Wasser und ähnliches nochmal nachfühlen. Weil wäre ja, denke ich mal, nicht so schlecht. Dann kann ich auch nochmal gucken, was die Waffe so schönes noch kann. Warum sieht denn das jetzt hier auf einmal so weiß aus? So weißer als sonst. Sah ein bisschen merkwürdig aus. So, machen wir jetzt uns hier nochmal kurz fertig. Trautes Heim, Glück allein. Machen wir erstmal alles kaputt, was wir jetzt hier nicht brauchen. So, Spitzhacke nicht, Impro nicht. Okay, wir können am Ausputzer sogar was tun. Holy shit, der kann verschiedene... Der hat alle die von der vom Kampfgewehr. 55. Okay. Könnt ihn auch noch verlängern. Das sind alles Mods des Kampfgewehrs. Flex, Schalldämpfer. Können wir mal kurz gucken, ob der jetzt hier genauso drin ist wie Stimme von Zed. Beim Kampfgewehr können wir ja schon. Nee, scheinbar nicht. Na gut, ich lege ihn erstmal in die Kiste. Wegkommen sollte er jetzt nicht sofort.
Ausputzer. So, das Kampfmesser kann ich jetzt auch erstmal in die Kiste legen. Wir haben ja immer noch das Tanker-Ding und das Kammerjägers. Dann kann ich ja eigentlich hier... Haben wir hier nicht eigentlich auch noch ein Tesla-Gewehr drin? Ne, das hatte ich ja schon kaputt gemacht. So, Armbrust. Ja, können wir eigentlich noch behalten erstmal. Ne, soweit ist hier alles okay. Und hier haben wir jetzt noch zwei Metallrüstungen. Na naja, gut. Für nächstes Mal zum Verkaufen. Kann ja jetzt nochmal hier kurz den Schrott reinschmeißen. Ei, wir können wieder laufen. Warum sieht denn das Licht jetzt auf einmal so anders aus? Das ist gerade ein bisschen weird. Liegt das jetzt am Porten oder? Keine Ahnung, das sieht hier irgendwie so ein bisschen aus, als wenn irgendwas nicht richtig geladen ist. Zwischendrin sieht es aber wieder normal aus. Okay, nicht nachfragen, nicht hinterfragen. Jetzt sieht es wieder normal aus. Hä? Eben war das doch total hell und jetzt... Also, an meinen Einstellungen habe ich hundertprozentig nichts gemacht. Ich frage jetzt einfach nicht nach. Ist einfach so. So, wir können jetzt aber nochmal uns auf jeden Fall mal Granaten ausrüsten. Was trinken. Ja, kochen können wir uns auch was. Na komm, einmal drauf da. Alle Nahrungsmittel. Ein bisschen was haben wir ja. So. Dann wollen wir mal gucken. Haben wir jetzt noch irgendwas, was Müll ist? Oh ja. Verdorbenes Fleisch. Verdorbenes Gemüse. Tesla-Forschung. Munitionsverbrauch. Schwere Waffen. Cool. Sehr, sehr cool. So, dann essen wir hier nochmal was. Schon wieder so viele Stimpacks. Aber wir haben aber auch viele durch die Quest gekriegt. So, einmal verdünnt einschmeißen. Und dann passt das. Dann können wir jetzt da einmal runterporten. Nehmen wir nämlich den Aussichtspunkt. Das dürfte passen. Ist jetzt schon ein bisschen merkwürdig, dass die Quest jetzt schon so endet. Oder habe ich irgendwas übersehen? Ich muss mir, wie gesagt, gleich unbedingt das Video angucken. Wir können ja jetzt ja hier erstmal weitermachen. Es könnte natürlich halt, wie gesagt, die Möglichkeit sein. Genau wissen tue ich es erst wohl wahrscheinlich in den nächsten Folgen. Oh. Oh, was habe ich denn da in die... ins Lock gekriegt? Ziemlich groß ist. Oh oh. Ich laufe mal kurz einen Moment. Lad nach. Er kommt. Komm. Was war das denn jetzt? Jetzt zwiebel hier nicht so rum. So, neues Fleisch, neues Glück. Ich hoffe, das war's jetzt. Und ich brauche jetzt hier keine Angst mehr haben. Oh, wir haben ja... Stimmt, wir haben ja noch einen Stufenaufstieg. Den nochmal schnell durch. Wo haben wir's? Hier. Und jetzt ist die nächste Reparatur doppelt so gut. So, jetzt muss ich erstmal gucken, in welche Richtung müssen wir ungefähr gehen. In diese Richtung da. Autsch.
Na komm, ich nutze sowieso gerade zu wenig Stimpaks. Oh, hier mal den Cliffhanger. Okay, das schlägt hier so rum, als wenn meine Grafikkarte gleich irgendwie abdankt. Ich hoffe, das liegt jetzt am Spiel und nicht an meiner Grafikkarte. Hallo? Bin ich hier richtig? Ich hoffe doch. Oh, Kampfflinte. So, was kann die Kampfflinte denn? Ist sie denn hoch genug, dass ich die Kampfflinte auch benutzen kann? Sie ist hoch genug. Ja, war auch die mit Schrot. Die ist eigentlich nur automatisch. Ne, egal, wir nehmen die jetzt mal trotzdem. Wir nehmen die jetzt mal trotzdem. Weil ich jetzt die Schrotperks nicht alle drin habe. Spurensicherungsbericht lesen. Ja, was haben wir hier noch? Ungelöst. Die Priblos. Fangen wir mal mit dem an. Vermisst Jenny und Raymond Priblo. Zuletzt gesehen in Priblos Kuriositäten in Somerville. Fakten: Janelle ist eine erfahrene Jägerin und Taxiministerin. Raymond kümmert sich um das Tagesgeschäft im Laden. Raymonds Lieferwagen fehlt. Die Priblos jagen ungewöhnliche Kreaturen. Och Mann, lass mich doch, du hässliches Mistvieh, lesen. So, Entschuldigung. So, nochmal. Jamella hat mehrere Jagdlager. Die Priblos können bei einem ihrer Lager einer gefährlichen Kreatur begegnet sein. Wenn sie ihren Lieferwagen finden, sollten sie auf mögliche Raubtiere achten und sofort die Behörden verständigen. Okay, das gab jetzt nochmal eins. Spurensicherungsbericht. Forensiklabor, Staat West Virginia. Anfrage zur Identifizierung von Tierabdrücken. Die Standardprozedur zur Identifizierung von Tieren ist die Bereitstellung von Abdrücken, Spuren, Extremitäten oder anderen Spuren zusammen mit einem Gipsausguss. Nee, jetzt kriegst du die Menge der Abdrücke und Proben aller anderen Materialien. In diesem Fall wurde eine schlechte Fotografie zur Verfügung gestellt. Wir empfehlen dringend, den verantwortlichen Sachbearbeiter neu zu schulen. Dem Foto nach scheint es sich um den Abdruck eines Bären mit einem Klumpfuß zu handeln. Wir schätzen die Wahrscheinlichkeit auf 37%. Es besteht eine Chance von 22%, dass sich jemand einen Scherz erlaubt und diesen Abdruck gefälscht hat. Dr. Paul ja. Okay, gut. Ich krieg's heute nicht mehr zusammen. Ich habe auch heute schon den ganzen Tag gelesen. Verzeiht mir. Irgendwann ist dann halt auch das Mund wässrig und labert nur noch Blödsinn. So, eigentlich müssten wir ja hier jetzt noch weitere Grubenhauer. Okay, untersuche das Haus. Ja, too much, zu viel Input. Wir wollen jetzt erstmal hier durchgucken, ob wir hier noch irgendwie was Wichtiges finden. Aha. Vorfallsbewertung. Polizeirevier Morgana prüft der Aufsichtsbeschwerde. Aufgrund der Einsätze von Officer Jack Dimwiddy wegen einer Tiersichtung im Haus von Miss Claiborne wurde eine Beschwerde eingereicht. Miss Claiborne behauptet, der Officer hätte sie ohne ersichtlichen Grund angegriffen.
Am Ort des Geschehens wurde eine geladene Schrotflinte mit ihren Fingerabdrücken sichergestellt. Laut Miss Claiborns Aussage wollte sie sich damit gegen das angeblich dort aufhältige Tier verteidigen. Wir kommen zu dem Schluss, dass Officer Jack Dimwindi angemessen, wenn gleich auch etwas übereifrig, gehandelt hat. Das Vorhandensein der Schrotflinte machte das Eingreifen trotz Miss Clayburys fortgeschrittenen Alter von 91 Jahren und der Tatsache, dass die Waffe auf ihrer Gehhilfe lag, notwendig. Wir beantragen eine Belobigung von Officer Jack Dimwindi, Dienstaufsichtsbehörde Gerlinde Divinity, Vorsitzende. Okay. Das war jetzt erst Hinweis Nummer 2. Ich denke mal, in den Terminals wird auch noch ein bisschen was stehen. Oh. Bericht der Wildbehörde. Uiuiuiui. Wir kommen ja heute gar nicht mehr aus dem Lesen raus, da. Polizeirevier Morgana, Wildbehörde. Wir haben Berichte von 9 verschiedenen Sichtungen eines großen, bärähnlichen Tiers in der Region erhalten. 5 von ihnen ereigneten sich am selbigen kleinen See. Im Anhang befinden sich eine Karte und genaue Koordinaten. Die Kreatur könnte für 2 zerfleischende Wanderer verantwortlich sein, die letzten Monat gefunden wurden. Jackson lebt in einer Hütte am See. Er weigert sich, seinen vollständigen Namen anzugeben oder sich auszuweisen. Er scheint militärische Erfahrung zu haben. Es könnte sich daher vielleicht lohnen, ihn in Militärakten zu suchen, falls wir seine genaue Identität brauchen. Jackson behauptet, am Seeufer ein bärartiges Tier gesehen zu haben. Er weigerte sich, mehr zu erzählen. Wir müssen uns ein Durchsuchungsbefehl für sein Grundstück besorgen, um nachsehen zu können, ob er darin Beweise versteckt. Ich werde außerdem von einem gewissen Dr. Avery kontaktieren, der wissen wollte, ob in der Umgebung Bären gesichtet wurden. Er hat keine Gründe angegeben, daher habe ich ihm nichts erzählt. Komischer Kerl. Grace Anger, Rangerin. Okay, Stadtterminal. Ah, hier das Terminal noch. Ach, zieh mir jetzt noch durch. Vorfallsbericht 1542. Anfrage erhalten, eine Tiersichtung von Mrs. Clayburys Haus nachzugehen. Bei einem Eintreffen hatte sie sich mit einer geladenen Schrotflinte verbarrikadiert. Ich hielt mich an die Stadt vorgesehenen Weisen, schlich mich durch ihren Garten und trat die Haustür ein. Nachdem sie von den Beinen geholt hatte, entwaffnete ich sie. Später suchte sie im Krankenhaus auf. Miss Clayberry war feindselig und weigerte sich anfangs mit mir zu reden, wobei sie den Ausdruck dummer Psychobulle verwendete. Schließlich lenkte sie jedoch ein und sagte, dass ihre Hüfte gut heilen würde. Miss Clayberry berichtete, sie hätte ein großes, bedrohliches Tier auf ihrem Grundstück gesehen. Sie behauptete, es hätte die Größe eines Bären gehabt, wäre jedoch aufrecht gegangen. Als ich zu ihm Haus zurückkehrte, konnte ich nur noch ein einziges Abdruck eines Tieres finden. Der Rest war vom Sondereinsatzkommando und der Spurensicherung vernichtet worden. Der Abdruck geht nächste Woche in die Forensik. Officer Jack Dimwindi. Okay, das war's eigentlich auch schon. Begib dich zu Suche in der Nähe des Sees nach Hinweisen. Na gut, machen wir jetzt noch die anderen Berichte. Vorfallsbericht 1563. Beamter ist ein 1014 Person mit festgehaltenem Verdächtigen nachgegangen. Einsatz von Blaulicht und Sirenen genehmigt und durchgeführt. Filialleiter von Fords and Goods hat einen des Diebstahls bezichtigten Minderjährigen festgesetzt. Johnny Broger Wilkins wurde vor dem
Albtraumsport in Streifenwagenhandschellen angelegt und seine Rechte verlesen. Während der Fahrt urinierte der Verdächtige in den Wagen und schrie: Ich will zu meiner Mama. Im Revier wurde der Verdächtige in eine Zelle gebracht. Seine Mutter traf 37 Minuten später ein. Sie nahm den Verdächtigen in ihre Obhut und richtete eine Beschwerde wegen Polizeigewalt ein. Da Johnny Brogger Wilkins in diesem Monat schon zum dritten Mal verhaftet worden war, sie zahlte die 25 Cent für den gestohlenen Kaugummi und der Filialleiter erklärte sich bereit, keine Anzeige zu erstatten. Officer, okay. Vorfallsbericht 1599 und das ist dann auch der letzte. Beamter ist ein 1054 Tiere auf der Straße nachgegangen. Als er sich den Tatort näherte, sah er, wie ein Rind mitten auf der Straße stand. Er wurde 13 Schuss benötigt, um den Verdächtigen zu erledigen. Während der Beamte den Tatort für die Spurensicherung abriegelte, wendete sich der Besitzer des Täters, ein gewisser Slam Welch, mit den Worten: Bessie hat noch nie jemanden etwas zuleide getan, an ihn. Da er zugab, Besitzer des Täters zu sein, nahm der Beamte Sam Welch fest, legte ihm Handschellen an und setzte ihn in die Streifenwagen. Sam Welch benutzte wiederholt unfältige Ausdrücke und drohte dem Beamten Gewalt an, was zum weiteren Anzeigen führte. Sam Welch wurde mit der Zusage entlassen, vor Gericht zu erscheinen und drohte dem Beamten dafür, zu sorgen, dass er nie wieder einen Tropfen Milch von seiner Kühen bekommen würde. Okay. Gut, dann haben wir das jetzt auch erstmal soweit durch. Und dann haben wir jetzt hier auch noch ordentlich was zu tun. Ich guck mal, dass ich mir jetzt gleich nochmal kurz relogge und mir auch nochmal die Dings angucke. Oh, da hinten sind böse Kreaturen. Deswegen stelle ich mich hier mal kurz ein bisschen beiseite ab. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.